Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei unserer schrecklichen und vor allem auch netten Familie. Ich bin Mr. Merp, bin Mr. Hellebron manchmal auch genannt und an meiner Seite ist der Herr, Frau, was auch immer, Malekith. Hallöchen Günner. Ja, hallo und herzlich willkommen liebe Freunde und auch Salvete Spectatores. Ja, ich bin gespannt, wie wir das heute machen werden. Ich muss auf jeden Fall mal gleich eine Revolte niederschlagen, die da wartet. Da muss ich aber erstmal noch hinlaufen. Und dann habe ich mittlerweile in Naggarond meine maximale Ausbaustufe erreicht. Heidewitzka. Das freut mich auf jeden Fall mal sehr. Jetzt werden wir noch mit diesem... Kann ich mit diesem Beastmaster hier noch irgendwas machen? Ich kann die Einheiten mal angreifen, aber das bringt eigentlich nichts bei Rebellionstruppen. Das hätte nur den Vorteil... Warte mal, was bringt denn der? Der bringt Kampftraining, kann man mit dem machen, ne? Ist vielleicht gar kein so schlechter Held an... Ah doch, ich kann den auch in die Arche reinpacken. Das ist auch ganz cool. Wachstum stimulieren. Wenn ich den in die Arche reinpacke... Müsste der eigentlich schneller? Die Arche wachsen? Ja, eigentlich. Das kann man mal testen. Mal, guck dir mal Kern den Wert vorher 5, an. Tech 3. Ich habe einen Wert von 8 momentan. Ja, wenn ich jetzt natürlich die Heldenaktion mache, bekomme ich das nicht, aber das ist auch nicht so wichtig. Mach's halt nächste Runde, also den da rein. Sag mal hier jetzt Kampftraining bei der Arche. Mhm. Und jetzt? Und die Arche hat jetzt plus 8. Nee, bringt keinen Effekt tatsächlich. Vielleicht nächste Runde. Du weißt ja, manchmal ist es ein bisschen... Stimmt, ja, manchmal muss man dem ein bisschen Zeit geben. Oh, da kommt übrigens eine Flotte angeschissen von Clarkaront. Ja, die habe ich gesehen. Die will wahrscheinlich nach Hackgräf, nehme ich mal an. Davon gehen wir momentan aus. Aber... Ich stehe derweil hier wieder mal beim Schwarzlichtturm und habe vor, ihn zu plündern. In Hackgräf. Wie sieht denn das aus mit der Garnison? Das geht eigentlich noch so halbwegs, ne? Ja. Die ist jetzt auch nicht so überwältigend, ne? Also, oder über... Sagen wir überragend. Na gut, deine Verteidigung ist aber auch nicht gerade überwältigend. Wenn ich mich jetzt in Hackgräf, wenn ich mich da jetzt mit meiner Arche reinpflanze, kann der dann die Arche angreifen? Nicht, wenn ich mich reinpflanze. Nee, dann nicht. Ja, dann gilt das Ding als, weil das Hackgräf hat ja einen Hafen, dann gilt deine Arche als Besatzungsarmee. Du kannst auch mit einer Besatzungsarmee nicht mehr da rein, wenn Hackgräf von der Arche besetzt ist. Das haben sie ja komplett geändert. Ja, ich könnte also auch hier sagen, ich rekrutiere mir noch 2 Schreckensspeere und guck mal, was er macht, weil belagern muss er so oder so, ne? Richtig, es sei denn, er hat da irgendwie schon was drin, aber die belagern in der Regel immer erstmal eine Runde, mindestens. Ja, pass auf, dann machen wir das folgendermaßen, du kannst gar nicht so weit, ne? Du bist ja hier im Gewaltrudern, dann ruderst du mal bitte... Dann ruderst du mal bitte hier hin. So ein bisschen raus aus der Armee. Wir werden da eh nicht angegriffen, denke ich. Okay. Und selbst wenn, mit dem Schiff müsstest du dich zurückziehen können. Ja. Aber das möchte ich nicht, denn ich will ja... ich will ja rekrutieren, ne? Ich hole mir ja noch hier diese 2 Schreckensspeere. So. 2-mal Trash. Nächste Runde greifst du hier an, machst die Revolte da platt. Das Ding bauen wir aus. Dir wollte ich noch Kohle schicken. Wie viel willst du haben? 5000, ne? Ja, wär schon ganz cool, ja, so. Da sage ich nicht nein. Das ist übrigens immer noch witzig, dass ich vom Stärkerang her angeblich stärker bin als du. Macht keinen Sinn, ne? Ja, stimmt. Du bist stärker als ich. Wegen dieser einen Armee immer noch, weißt du? So, jetzt müssten wir überlegen, also mit meiner Armee, ne, mit der Hexe, läuft die jetzt da hoch und unterstützt dich gleich, wenn du den Typen da angreifst? Oder wie machen wir das? Nee, greif du ihn erstmal an, weil das, warte mal, ich guck uns das gerade mal an. Ich denke, trotz Mammut kriegen wir das hin, weil du hast ja da diese mega mächtige Zauberin da, die Torthrellere Granitschritt, ne? Ja. Also, ich behaupte... Das kriegen wir hin, weil die Hautwölfe sind anti-large. Du hast aber eigentlich nichts Großes, was die angreifen können. Du hast im Gegenteil, hast du eigentlich nur Einheiten, die wiederum sie kontern. Also so sehe ich das.
Und ich kann versuchen, das wilde Mammut versuchen tot zu schießen mit den Fliegerchen. Na, wir gucken mal. Siehst du, was ich meine? Also das Spiel ist jetzt schon der Meinung, dass du das eigentlich gewinnst. Ja, wir gucken mal. Jo. Komischen Hautwölfe, ey. Nix können sie, außer der Spieler spielt sie. Entschuldigung, andersrum, außer die KI spielt sie. Jetzt geben wir mal die Fliegerchen. Sofort. Werde ich dann gleich hier nutzen, um eventuell den Dicken da auszuschalten. Oder an den einen oder anderen Dicken. Du hast, glaube ich, keine Einzelzauber, die irgendwie einzelne Modelle killen, ne? Nee. Warte mal kurz. Geschwindigkeit 50. Wie schnell ist ein Mammut? 56. Okay, das heißt also, die muss auch da hinten bleiben. Die kann ich nicht gegen das Mammut schicken. Deine Fußgängerin. Deine Hexe. Meine Hexe auf dem Todeskessel. Ja, dann burnen wir sie jetzt halt erstmal zusammen. Hat die, ich guck mal gerade, ob die noch irgendeinen krassen Area-Effekt hat. Beständig hier, ne? Verstärken selbst. Wenn Führerschaft niedriger als 50, mehr Waffendamage. Das ist aber egal, das ist der Raserei-Effekt. Da wirkt sich auf Verbündete in Reichweite aus. 6% physische Resistenz. Und Meistermörder verstecken selbst. Aber das ist ja die Fraktionseigenschaft, ne? Okay. Unverursacht Entsetzen, das brauchen wir aber hier nicht. Okay, nee, dann bleiben wir mal so. Ich edge-campe wieder, weil der so schnelle Einheiten hat, ist es eigentlich sinnlos, dagegen ins Feld zu ziehen, weil der umrundet einen halt sofort und dann kriege ich wieder irgendwie Misterscheinungen aus der Hölle. Da sind übrigens hier... Ich werde jetzt wieder versuchen, den Mammut dann in den Arsch zu schießen, ne? Wie du es ja schon mal gesagt hast, macht extra Schaden. In den allerwertesten, wie wir das hier auch manchmal Flugzäpfchen! So, und du gehst bitte hier hin. Und warte, ich komme auch noch mit meiner Hexe mal ein bisschen dabei. Vielleicht kannst du sogar... Sei vorsichtig, der hat wieder diese Drecksaxtwerfer da, diese Barbarenjäger, die aus irgendeinem Grund bei dem super stark sind. Und lass hier noch ein bisschen Zeit, denn... Wir haben Magie en masse, also da ist keine Eile, ne? Ja, ja, ich habe das Schießen auf manuell gestellt. Also okay. Ich sorge nur dafür, dass sie mich sehen. Gut. Und dann werden sie sich jetzt hoffentlich irgendwie hinstellen, dass du den Schädel durchheizen kannst, weißt du? Ja, wobei das merkt er ja meistens. Aber wir gucken mal. Warum auch immer die jetzt da die Hunde vorschicken. Ich versuch's eher mal mit einer Flammensäule. Ja, am besten da, wo die Infanterie und die Barbarenjäger sind, ne? Und? Da zündelt's ein bisschen. Geht natürlich in die andere Richtung raus. Ja. Das verwundert mich jetzt nicht so. Will aber auch unbedingt in diese Ecke, ne? Ey, diese Zufallsbewegungszauber sind so ein Quatsch. Nach wie vor könnte ich aber versuchen, dieses Mammut zu attackieren, ne? Der läuft wieder einfach weg. Das ist so dämlich. Oh Mann, ey. Ah, guck mal, jetzt bewegen sie sich. Jetzt kommen sie. Going. Onward. Hast du deine Truppen eigentlich schon so drauf vorbereitet? Die stehen schon hinten in Position. Meine ich. Da sind die Hautwölfe. Ja. Ja, sie kommen jetzt. Ha, wie die auf einmal umdrehen.
komisch, ne? Naja, aber guck mal. Als ob er es gewusst hätte. Aber die Flammensäule muss sie eigentlich. Ja, Junge, das gibt's nicht, ne? Schau dir das an. Der bleibt, ja. Der bleibt echt eiskalt stehen und guckt so, wie die Flammensäule auf der anderen Seite dran vorbeigeht. Ne? Warte mal. Wir suchen es mal mit dem Schädel. Und der? Passiert auch nichts, ne? Ja. Dann fängt er an zu laufen und dann triffst du nichts mehr. Hitbox. Schön. Naja, das Bescheuerte ist, dass die tatsächlich die nutzen halt volle Kanne Exploits aus, ne? Ich schieße auf die Barbaren-Champions, dass es vielleicht ein bisschen leichter ist, die noch zu killen nachher. Spare dir noch ein bisschen Energie. Mhm. Für einen Schädel, wenn es dann so eine Nahkampflinie gibt, das ist meistens immer ganz gut. Ja, wobei der tatsächlich relativ wenig Einheiten hat, wo man das so gut einsetzen kann. Aber du hast schon recht, ein bisschen aufsparen sollte man sich das schon noch, ne? Mhm. Das ist ganz gut. Also die, genau, wenn du die Champions noch ein bisschen harassen kannst. Das ist das Beste, was ich machen kann. Also da konnte ich jetzt halt einfach ihre Rüstung aus, ne? Schön den Rücken ballern. Genau. Ja, das ist immer gut. Trifft immer eine schöne Truppe von denen. Die Hunde von denen dürften eigentlich eh nichts bewirken. Mit Betonung auf eigentlich, ne? So, es sind fast keine Barbaren-Champions mehr da von denen. So, jetzt gehe ich auf die barbaren Berserker, weil die sind genauso schlimm. Achtung, der läuft mit den Fernkämpfern zu dir. Ja, das nervt ihn langsam, hä? Die Barbarenjäger sind nervig. Ja, das könnte was bringen. Kaum laufen sie wieder, bekommen sie wieder fast keinen Schaden mehr, ne? Komm mal noch ein bisschen zu mir. Ich will dir mal langsam in die Reichweite meiner Art. Obwohl, warte mal, nee, da ist der Wald dazwischen. Da machen wir eh zu. Da triffst du nichts. Nee, triffst du nichts. Muss ja. Warten eigentlich, bis sie aus dem Wald rauskommen. Bloody murder! Murder awaits. Suffering for all. Viel Schaden mache ich eigentlich, wenn ich dem in den Hintern schieße. 100, wow. Viel weniger geht aber auch nicht. Wow. Ich greife mal gerade seine Barbarenjäger an. Macht Sinn. Okay, da habe ich gerade ein bisschen mehr Schaden gemacht. Ich verfolge die, jetzt kümmere du dich um da oben. Verfolge die mit den Fliegern. Kannst du mit deiner Hexe wieder hochgehen? Ich glaube, die haben dich jetzt gefunden. Schieß Einzelschuss auf die fetten Viecher, ne? Okay. Mit der Arti. Oh shit, die haben sich wieder gesammelt, die Penner. So, brauchst du den jetzt down, ja? Die mache ich voll nieder. Jetzt kannst du mit der Hexe zurückgehen, genau. Ja. So, mal schauen, was da oben jetzt abgeht. Du musst ganz dringend gleich auf die Mammut schießen mit allem, was du hast, ne?
Ihr werdet es nicht wagen, oder? Doch, die wagen es. Schaut's bitte da oben aus gerade. Schlecht. Aber immerhin, das eine Mammut ist gleich down. Jawohl. Okay, gut. Und jetzt machen wir. Ja, ich schieße auf das Mammut hier. Boah, das ist ja voll. Die Hautwölfe killen mir die Impf dummerweise. Was aber eigentlich auch ein schlechter Witz ist, wenn man mal ehrlich ist, ne? Ja, es ist blöd. Ich muss jetzt hier ein bisschen versuchen zu was gewonnen. Waffen. Ja. Das war's. Geht's nur noch darum, alle aufzureiben. Nehmen wir zu, dass wir so viele wie möglich killen, ne? Logischerweise. Ja, Hauptsache die Mammuts sind down, ne? Also das ist das Wichtigste tatsächlich. Mm. Kannst du dreifache machen? Ja, kann ich machen. Warte mal. So. Guck mal, da kommt noch ein bisschen was aus dem Wald raus. Vielleicht kannst du da noch was abfangen. Ja, ich bin leider noch sehr beschäftigt hier mit denen. Das okay, ist ja. Ätzend. Dann gucken wir mal, was wir da noch schaffen. Aber ich schaffe schon noch was, keine Sorge. Jetzt bin ich auf 11 bei denen runter. Es dauert nicht mehr lange, sobald ich es unter 10 gefallen ist. Ah ja, gut. Ja, das wär schon wichtig, wenn du das noch hinbekommst. Aber die sind halt total schlecht im Verfolgen, diese Scheißflieger, du. Das ist der Hammer. Selten so ein inkompetentes Pack erlebt. Hä? So, ist die Hautwölfe versuche ich noch zu kriegen. Ja. Bin nämlich tatsächlich schneller als die. Komm hier, ich gebe dir noch ein Flammenschwert des Ruins. Jawohl, ruiniere es. Ich treffe die nicht, guck mal, ich kann die nicht schlagen. Mhm. Die regenerieren das eher noch hoch. Das ist der aber. So lächerlich. Im Weglaufen haben sie hoch regeneriert, aber. Ja gut, die Mammuts sind halt auf jeden Fall down, die Chaos Barbs sind down. Mhm. Mhm. Also die, was man hier vielleicht nicht so sieht, tatsächlich sehr viele Value Kills auf jeden Fall hier von von den Fernkämpfern. Ja, die Bersis sind weg, das ist wichtig. Die Fernkämpfer sind die Barbar. Einer von den Champions ist weg und die zwei Mammuts. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Hexe hat einen Mammut eigentlich gekillt. Also so auf jeden Fall von den Hitpoints halt down. Gebracht, ne? Das kann sein, denn das Mammut hat sich wahrscheinlich auf die Infanterie konzentriert und hat dann von die Hexe. Komm mal, wohin läuft? Siehst du, wohin läuft? Ey, Alter, das ist nicht wahr. Diese Armee, das kann doch nicht sein. Habt ihr gesehen, wo der hingelaufen ist? Du, ich hatte das neulich. Ich stehe südlich von dem, der läuft einmal um meine Armee rum, der läuft einmal um den kompletten Wald rum und steht dann da hinten. Ich weiß, Günther. Es darf nicht wahr sein. Ich habe das neulich auch schon mal gehabt in meinem Stream. Da war das auch so, und allerdings in Lustria. Bloß dann ist meine Truppe sogar noch weiter gelaufen. Also es war meine Armee, die ist dann im Grunde so weit gelaufen. Ja, okay, ich muss mich jetzt zurückziehen. Also, ja. ja. So, auf jeden Fall. Ich ziehe auf jeden Fall jetzt weiter Richtung Festung der Verdammten, sobald ich wieder dran bin. Ja. Also ich kann den auf gar keinen Fall verfolgen. Das ist unmöglich. Aus irgendeinem Grund berechnet das Spiel nämlich, so wie es aussieht, Luftlinie. Die berechnen Luftlinie, weißt du? Die können da quasi gefühlt durchlaufen, aber die Animation führt sich außen rum. Hm. Ja, genau, das stimmt. Ja, das. Oh, Bonus gegen große Feinde plus 9. Das gebe ich der Tante dann mal. 10% Rettungszauber, why not? Ein Bonus beim Kampf gegen Hochelfen, okay. Mhm. Einkommen aus Beute nach der Schlacht, das klingt wiederum gut, ja. Mhm. Okay. Ich muss mal gerade noch hier mehr den, warte mal, wo ist er denn hier, mein Arche Noah, den Admiral, den, ich muss den umbenennen, den Admiral Noah, warte mal. Admiral Noah. Ja, jetzt reitet der auf der schwarzen Arche Noah, ne? Die schwarze Arche Noah, du meinst sie, sie opfert immer zwei jeder Art den dunklen Göttern. Das wäre doch witzig. Ach ja. Warte mal, du bist ein Nahkampfheld, du brauchst einen Rettungszauber oder sowas, ne?
Waffenstärke beim Kampf gegen Hochelfen. Sehr gerne. Brauchen wir zum Glück noch nicht, ne? Ja. Wird aber auch nicht mehr so lange dauern. So, ich muss ihn ganz kurz noch hier ein bisschen ausrüsten mit Kriegerflug, minus 8% Waffenschaden beständig in Reichweite. Auch nicht so verkehrt, ne? Nahkampfabwehr, Nahkampfangriff ist aber auch gut. Federrupfanhänger ist Deom. Reit hier kriegst du noch und so weiter und so fort. Und Grundrüstung hier ist soweit am Stissel. Und kann ich nicht auch irgendwie hier so einen von den Assassinen noch mit einem Teil ausrüsten? Nee, nicht wirklich, ne? Okay, alles klar. Dann kann ich Gebäude abreißen. Und zwar, das ist ein Wachstumsgebäude, du gehst down. Und das ist ein Wachstumsgebäude, du gehst auch down. Und da kommen dann Gebäude rein, die öffentliche Ordnung stiften. Dann wirst du versuchen, da komme ich leider nicht hin, ne? Hast du jetzt eigentlich denen schon den Krieg erklärt? Ja. Haben wir, ne? Ja. Gut. Ja. So. Oh. Ich habe gerade was gesehen. Karon Kars mit einer Fullstack in der Nähe von Hackgräf. Ah! Deswegen kann ich jetzt hier wunderbar plündern gehen. Cool. Ein Schwarzlichtturm jetzt gleich plündern. Wenn am liebsten würde ich ihn einnehmen, aber ich würde ihn eh nicht halten können. Ist das wichtig? Hm? Ist das wichtig, ob du den halten kannst? Ich weiß es nicht. Ich krieg halt mehr Geld. Aber ich gucke mir es gleich an. Also ich kann es ja erst plündern und dann doch wieder einnehmen, ne? Mhm. Das kann ich ja durchaus machen, aber dafür muss ich erstmal dran sein. Ah, Estigott. Die Ratte will Frieden haben. Nein, ja. Geh weg, Ungeziefer! Der will auch Frieden mit mir haben, der Penner. Bei uns beiden gleichzeitig, oder was, dieses Angebot gemacht? Versucht's halt immer, ne, bei einem von uns. Naja. Eines mieses Vieh mit einem unhaarigen Schwanz. Klingt komisch, ist aber so. Hui! Die hat dich erreicht, ne? Aber wie denn das bitte? Tja, willkommen im wunderbaren Land der KI-Cheaterei. Na, zieh dich zurück, komm. Disengaging. Willkommen im wunderbaren Land der KI-Cheaterei. Jetzt kannst du danach wieder gleich wieder nach Nagarond dich zurückziehen, ne? Das ist nicht so entscheidend. Ich hab ja den Malekith gleich da in der Nähe. Wichtig wäre jetzt für mich zu sehen. Ja, der ist 100 Pro irgendwo in der. Der ist irgendwo in so einer Hinterhaltsstellung. Was haben wir denn da? So, warte mal. Wie viel brauche ich für eine Dingensstellung? 50% für die Kanalisierungsstellung. Boah, ey, das ist so lächerlich, was ich hier ausgeben muss, um 5 Meter weit zu kommen, weißt du? Aber warte mal, ich kann aber hier hingehen erstmal, denn die Chaos-Korruption ist hier unter 50% gefallen und deswegen hasst mich die Welt jetzt nicht mehr. Okay, dann bleibe ich jetzt mal hier im Hinterhaltsmodus. Ach, guck mal, wer da angelandet ist. Winterzahn ist jetzt da. Ey, auf deinem Rückweg wäre ich dir sehr verbunden, wenn du den Torhall töten könntest. Hier, wo es blau ist. Siehst du auf der Map? Moment. Ich kann noch einen roten Pfeil hinmachen. Da, mehrere rote Pfeile. Ja, das war der Typ, der da vorhin gelandet ist, genau. Und guck mal, eine Armee vom Throg ist übrigens südlich. Das meinte ich, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Aber da stehe ich jetzt im Hinterhalt. Okay. Ja, das kann ich berechnen. Jetzt werde ich das Ding erstmal hier plündern. Ja, weißt du, das Geile ist, ob man jetzt plündert und besetzt. Ach nee, warte mal, ich kann sowieso plündern und besetzen. Ach nee, warte mal, aber nee, Ausrauben alleine bringt mehr. Wie geil ist ja, das denn? Ja, nur dann kannst du mit der Armee danach nichts mehr machen, ne? Doch. Natürlich. Das ist das ganz normale Ausrauben. Mhm. So,
Dann machen wir dich jetzt hier noch zum Marschiere. Siehste? Und jetzt kann ich hier noch besetzen. Oh, nice, cool. Das Spiel ist da manchmal ein bisschen inkonsequent, was das angeht. Aber hey, die KI macht's ja auch im laufenden Band. Übrigens, jetzt mache ich wieder 1400 minus. Frag mich nicht warum. Also ich habe übrigens so ein paar Sachen auch in meinen vorangegangenen Parts nicht ganz berücksichtigt. Das ist einfach, es gibt bei den Dunkelelfen echt zu viele Sachen, die das Einkommen beeinflussen. Ne? Der Malekith beeinflusst das zum Beispiel. Die Helden beeinflussen das. Dann hast du noch die Anzahl der Sklaven, die sich ständig ändert, die das ja auch noch beeinflusst. Und so weiter und so fort. Ne? Also insgesamt gibt es sehr, sehr viele Faktoren, die dein Einkommen nachhaltig beeinflussen. Und du kannst es eigentlich nie immer alles im Blick haben. Weil man kann es nie vorhersehen. Du bewegst den Helden von der einen Provinz in die andere. Auf einmal machst du 1000 weniger, weil du in der einen Provinz ein bisschen weniger Unterhalt bezahlst, aber dann in der anderen Provinz wieder niedrigeres Einkommen hast, weil vorher dein Einkommensbonus halt größer war und so. Das ist echt ein bisschen unübersichtlich. Mhm. Also, ja. Ja, jetzt mache ich 1487 minus pro Turn und ich verstehe nicht. Hast du noch? Noch 6700. Okay, gut. Also ich mache ja momentan noch 4600. Du sagst mir bitte Bescheid, wenn du was brauchst. Jo, ich hoffe einfach jetzt bloß, dass diese 40% Hinterhaltschance jetzt hier reichen, um den Typen jetzt hier in die Pfanne zu hauen, ne? Mhm. Weil jetzt bist nämlich du schon wieder dran. Ich kann nämlich nichts mehr tun. Außer hoffen und beten. Fluchen und Zedern! Es sei denn, ich hole mir noch meinen Kommandanten, nur um die schwarze Säule einzunehmen, aber das lohnt sich nicht. Nee, das ist alles zu teuer. Ey, das ist alles viel zu teuer. Ich bin Hellebronn Pleitegeier. So. Ach, guck mal da, auf einmal hat er 14 Einheiten. Okay, gut. Ja, dann, okay, ich quicksave das. Ich quicksave das. Destroy them. Okay, ich glaube. Aber du hast die Arche, die schießt ja auch. Ich habe die Arche noch in der Nähe. Die Frage ist. Also gut, wenn ich keine Einheit verliere. Ansonsten lade ich das echt. I tell you. Ja, ist doch easy. Ich würde an deiner Stelle jetzt auch die Arche dringend nach Nagarond reinziehen. Weil sonst die Verluste waren brutal hoch eigentlich. Hätte ich es echt manuell machen sollen, egal. Jetzt regenerierst du schnell wieder hoch. Ich nehme jetzt erstmal hier die Einheiten hier mit. In so einer Situation musst du ja eigentlich das nicht selber spielen, weil bevor die nächste Armee kommt, hast du das ja alles wieder hoch regeneriert normalerweise. Jetzt gehst du ja sicherlich jetzt hier in die große Arena rein oder gehst jetzt hier in deine... Nee. Andere Idee. Und zwar, ich greife mit der Arche die Alissa von Clarkaront an. Und hole den Malekith als Verstärkung dazu. Schafft ihr das, da hinzukommen? Ja. Oder mach mal. Aber die Schlacht müssen wir erst mal führen, ne? Erst. So, erstmal, da sind die Tiermenschen verschwunden, die deckst du mir jetzt bitte wieder auf. Okay, du kommst natürlich nicht ran. Also die Tiermenschen sehe ich, alles andere sehe ich hier nicht, ne? Dann ist meine Frage, will ich den Typen hier verwunden? Nee, nicht unbedingt, noch nicht, oder? Habe ich einen Bonus auf die Agenten? Nee. Dann pass auf, dann kommst du auch hier hin. Aha, da unten ist noch eine Tiermenschen-Full-Stack-Armee. Ach du Scheiße. Oh, ich sehe sie gerade. Und die plündern auch schon fröhlich bei dir. Ja, das kann man so sagen. So, Malekith hat noch ein Level gekriegt. Ich kann das Malekätzchen jetzt auf den Seraphon setzen. Dann würde ich das hatte auch tun. Hatte ich den nicht schon? Den hatte ich doch schon mal. Ja, das ist das Spiel ein Bug. Hat mir wieder
dieses Dreckspiel hat mir wieder einen Skillpunkt gekillt, ne? Nein, ja, also theoretisch ja, aber daher du ihn schon hast, ist das gar kein Problem. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich weiß nicht mal bei welcher Gelegenheit. Okay. Warte mal, das hatte ich dir doch gesagt. Genau, das hattest du auch. Weil ich habe nämlich offiziell den Manticore auch nicht, obwohl ich ihn haben müsste. Durch den Patch ist das. Also ich sitze schon auf dem Manticore drauf, aber ich habe den Skillpunkt nicht für den Manticore. Obwohl ich ihn ausgegeben habe. Also ich habe das ja schon mal nachgerechnet. Mir fehlt mit Hellebronn tatsächlich ein Skillpunkt, den sie haben müsste. Und das ist der im Manticore verschwunden ist. Und bei dir wird es genau das gleiche sein. Also einfach den Seraphon ignorieren. Du hast ihn ja schon. Ja, okay. Ich muss mal gerade gucken, was ich hier noch wählen kann. Also es wäre zumindest ja sinnvoll, in Ansätzen ein paar Zauber bei ihm zu skillen. Weil manche ja auch gar nicht so schlecht sind. Ne? 10 Punkte habe ich noch. Hierfür brauche ich 4. Das heißt 5. Und hierfür brauche ich auch nochmal 5. Das heißt, die letzten Punkte, die ich habe, würde ich hier drauf ausgeben. Ich bin da gar nicht so happy mit. Wort der Schmerzen, Macht der Finsternis. Beschwörung. Bösartige Beschwörung. Beständig, wirkt sich um ihn umrum, minus 15 Rüstung. Ey, okay, komm, dann machen wir das noch. Oder warte mal, ich könnte noch, er ist Metzelmeister, Hexenkrieger, Henker, Schwarze Garde von Negaron, Schwestern des Gemetzels, das kommt ja noch, ne? Linienbrecher, Schreckensperre, Düsterschwerter, Korsan der Schwarzen Arche, okay. Feuermeister, ich könnte ihm noch mehr Munition für die Dunkeldornen und so weiter geben. Dann hätte ich diese Zaubersachen nicht. So habe ich noch den Ausweichen-Skill. Ich bekomme dann auch nicht ewiger Hass. Plus 10 Waffenschaden gegen Hochelfen. Aber das bringt ja nur für ihn was. Plus 12 rüstungsdurchdringender Schaden. Sadistisch bekomme ich auch nicht. Absolute Macht. Passive Fähigkeit. Halte die Linie. Führerschaft plus 5. Auragröße plus 100% bekomme ich auch nicht. Schutz des Kane und Schutz des Hekati bekomme ich dann auch nicht. Aber es ist okay. Ich glaube, die... Naja gut, was bekomme ich halt dafür? Mehr Energiereserven. Das ist es mir aber eigentlich auch nicht wert. Komm, wir nehmen den... ich nehme jetzt hier noch die... den Schutz des Kane mit der Geschossresistenz. Das ist für einen Flieger sowieso immer wichtig. Danach haben wir die absolute Macht. Und dann machen wir Schutz des Hekati. Das sind auch wichtige Skills. Und für unsere Zauberin, die nimmt noch hier den, nimmt die noch den kaskadierenden Feuerschein mit? Ja, den nimmt die noch mit, ne? Auf Stufe 2. So. Und jetzt. Die Alissa. Ich gerne. Und jetzt, ja, pass auf, das machen wir im nächsten Part. Wir haben 33 Minuten. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass ich hier so lange gebraucht habe. Aber es sind halt immer so ein paar Sachen, die wohl überlegt hier entschieden werden müssen. Und ja, Kampagnenplanung ist bei so einem This is Total War auch immer schwierig. Wenigstens ist es uns jetzt gelungen, Hargräf zu sichern. Heidewitzka. Im nächsten Part geht's weiter. Macht's gut, Pax Vobiscum, Valete und tschüss. Tschüss.